Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Planet Crafter. Es geht endlich weiter und Leute, ich habe es echt verpeilt, ne? Ich habe vergessen, was ich jetzt machen wollte. Ups. Wir wollten unbedingt, so wir haben die Kernreaktoren gebaut das letzte Mal, wir haben die Wiese gebaut das letzte Mal, wir haben neue Schränke gebaut. Eieieiei. So, jetzt muss ich da mal gucken. Wir haben noch keine neue Heizung. Wir haben Nahrungszüchter, hatten wir gemacht. Das hatten wir gemacht. Den hatten wir gebaut. So, davon hatten wir noch einen weiteren gebaut. Wobei, da könnte man vielleicht sogar nochmal einen bauen. Warte mal, was war das jetzt hier? Silizium und Aluminium, weil wir einfach wahnsinnig viel Aluminium haben. Und dann einfach, ja, ein bisschen mit Sauerstoff hinterherkommen. Vielleicht. Ansonsten wäre eben halt wirklich die Überlegung, ob man sagt, man könnte auch mal ein Stück weiter weg gehen und genau, einfach mal wieder was Neues suchen, schauen, gucken, was es noch so gibt. Ich meine, wir haben ja bisher noch doch tatsächlich noch nicht alles erforscht. Zweimal Rinde. Sehr cool. Das habe ich jetzt bei Algen mit rein, ne? Genau. Okay. Jetzt lass mich doch nochmal gucken. Dünger. Wollte ich jetzt nochmal irgendwas mit Dünger machen? Aber eigentlich Rakete war jetzt dann früher oder später nochmal die Überlegung. Aber das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht, ne? Ich hatte überlegt, ob ich die ganzen Windkraftanlagen vielleicht wegmache. Aber gut, ist jetzt auch nicht so dringendst. Müssen wir mal gucken. Okay, nee, dann machen wir das so. Dann futtern wir jetzt einmal. Wir nehmen einmal das mit. Das haben wir noch. Dann räumen wir den Rest noch schnell auf. Und dann, ja, gucken wir einfach mal. Kobalt brauche ich meiner Meinung nach nicht, um was aufzubauen. Ah, ich wollte mal gucken, ob es irgendwo noch einen schöneren Platz gibt, ne? Okay, Kobalt kann ich gerade nicht raustun. Aber wir brauchen noch einmal Silizium. Und zweimal Titan. Einfach nur, damit ich das Zeug dabei habe. Und dreimal Eisen. Dann machen wir das Kobalt hier noch mit rein. 3, 2, 1, ne? 3, 2, 1. Genau. So, damit wären wir dann vorbereitet. Wir müssten natürlich vorher nochmal was essen und was trinken, damit wir da einfach auf der sicheren Seite sind. So, wir nehmen eine Sauerstoffkapsel mit. Zur Sicherheit. Trinken können wir von draußen mitnehmen. Da haben wir ja jetzt eigentlich genug. Oder auch nicht. Doch. So, einmal Wasser. Wir nehmen ein zweites Wasser mit. So, und dann gucken wir doch mal in die Richtung. Da wollte ich ja eigentlich immer gucken, was so hinter dem ganzen Wrack ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da nicht vielleicht sogar noch irgendwelche Sachen haben. Aber gut. Jetzt fliegen wir erstmal zu dem Unterschlupf. Und schauen mal. Oh, da ist Wasser drinnen. Krass. Schön. So. Und ich weiß, es gibt... Wow. Okay. Wow. Schön. Ich freue mich. Oh Gott. Kannst du nicht schneller fliegen? Flieg schneller. Bitte. Flieg schneller. Ich will mir das da hinten anschauen. Das sieht ja wahnsinnig großartig aus. So. Genau, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier komplett wirklich schon überall waren. Sicher bin ich mir nicht. Ah, guck mal, hier ist auch nochmal Sauerstoff. Das ist gut. Auch nochmal wahnsinnig viele Pflanzen. So, jetzt wird das schon wieder hier so... Nee, hoch da mit dir. Kann ich nicht hier eigentlich auch so ein bisschen... Eigentlich schon, ne? Jetpack-technisch geht es doch. Wow. Guck dir das an da hinten. Ach, da ist noch eins von uns. Sehr gut. Ja, der will ich jetzt hin, ne? Da will ich auf alle Fälle hin. Kurzer Zwischenstopp nochmal. Und dann sind wir komplett voll und dann können wir da oben mal gucken, was da hinten so los ist, weil da war ich ja so noch nicht. Einfach mal wieder einen Ausflug machen, ne? Und wie gesagt, also vielleicht finden wir ja tatsächlich doch nochmal einen schöneren Platz. Wow. Oh, stellt euch mal vor, hier oben. Boah, Leute, ich glaube, ich habe einen wirklich schöneren Platz gefunden.
Okay, jetzt weiß ich bloß nicht hier rüber. Mit einem einfach drüber hüpfen ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich gucken, dass wir irgendwo einen einigermaßen vernünftigen Weg finden. Boah, wie schön ist das denn bitte? Ja, stell dir das mal vor, hier oben zwischen den ganzen Wasserfällen. Das ist doch schön, wenn wir hier eine Base bauen. Boah, und wenn es dann ein bisschen erhöht ist, dann hast du voll den großen Überblick, ne? So die Wohnblöcke, so große und... Wow, fantastisch. Ist das schön. Das sieht ja voll toll aus. Wir müssen ein bisschen gucken, ich weiß. Wir dürfen nicht so einfach entspannt... Es ist bloß die Frage, komme ich da rüber? Aber eigentlich müsste das... Ja, okay. Hier ist eine Höhle und da ist eine Kiste. Wir haben auch noch immer ein bisschen Luft. Alles gut. Oh, schön. Boah, cool. Ich glaube tatsächlich, hier würde ich gerne bauen, ne? Wir haben immer noch halb Luft. Okay, das ist in Ordnung zum ein bisschen erforschen. Ah, okay. Was ist das hier? Lila Kristalle. Lila blaue Kristalle. Okay, pass mal auf. Dann machen wir unser Hütle hier vorne hin. Unser Wohnmodul. Oh, frische Luft. Oh, schön. Doch, das wird was. 400. Das ist sehr gut. Doch, da, das ist voll schön. Da will ich hin. Was ist das? Magnetquarz. Ich keine Ahnung, wofür wir das brauchen, ob wir das brauchen, aber das. Also wir werden es bestimmt irgendwann brauchen, aber im Moment noch nicht. Schön. So. Jetzt nehmen wir einfach mal so ein bisschen was mit. Da ist noch eine Kiste. Ja, damit sind wir schon wieder voll, ne? Shit. Die sehen schön aus, die lilanen Kristalle. Wir lassen mal... Nee, Eisen darf ich nicht da lassen. Das müssen wir schon mitnehmen. Aber hier ist gar nicht mehr, ne? Das ist jetzt nur das. Cool. Ich glaube, wir bauen da. Was brauche ich denn für so ein großes Wohnmodul? Okay, super Legierungen. Nein, das ist doch was. Ach doch, da drüben. Mit Ausblick und so. Das ist schon stark. So, jetzt hüpfen wir mal hier rüber, übers Wasser. Voll schön. Und hier hast du halt auch eine schöne große Fläche, ne? Da gleichst du ein bisschen, also hier gleichst du ein bisschen an die Höhe. Wow, toll. Ich muss Titan mitnehmen, sonst kann ich nichts bauen. Jetzt lassen wir das Magnesium und das Silizium mal fallen und nehmen zweimal Titan mit. Dann können wir nämlich noch ein bisschen in die Richtung gehen und hier noch ein bisschen gucken. Ach, schön. Das ist echt cool hier oben. Da drüben ist der Canyon. Guck mal, da siehst du auch das Häusle von uns. Nice. Geht's da oben eigentlich vielleicht weiter? Weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle echt schön hier. Und wenn es dann nachher noch alles so ein bisschen grünlich ist oder so, ne? Oder da? Ist auch toll. Ach, jetzt sind wir. Kann es sein, dass wir jetzt schon im Canyon sind? Okay. Ja, da hinten ist das Häusle, ne? Ach, guck mal da. Ah, okay. Hey, pass auf, dann bringen wir das Zeug mal zurück. Und dann können wir da mal gucken gehen, vielleicht. Hallo? Weiß gar nicht, was jetzt näher wäre. Ich glaube, das ist am nächsten, oder? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, oder? Ich weiß nicht, welches näher ist.
Fliegst du noch? Ja. Doch. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen, ne? Sauerstofftechnisch wird es ein bisschen mau, aber das geht schon noch. Wir kriegen das noch hin. Ja, doch, doch. Das ist alles cool. Das geht schon. Voll das große Raumschiff, was sie hier zerstört haben, ne? Uiuiui. Doch, das da oben gefällt mir. Ja, ist bloß die Frage, wie macht man so einen Umzug, ne? Also, weil das ist ja dann doch schon ein bisschen arg. Gibt es eigentlich nochmal einen Stufe 6er? Weiß ich nicht. Also einen Rucksack. Entschuldigung. Für die, die sich jetzt gefragt haben, was ich meine. Ein Stufe 6 Rucksack. Ich meine, grundsätzlich können wir ja schon eine Menge tragen, ne? Mehr wie beim letzten Umzug, aber wir haben ja doch schon einiges aufgebaut. Und deswegen wäre da eben halt die Frage, ne, ob das ja so einfach wäre mit einem Umzug. Oh, vielleicht könnte man ja eventuell einen Stream ansetzen für ein Stündchen. Weil es ist doch multiplayerfähig, oder? Dass man sich halt einfach für den Umzug Hilfe holt. Oder? Wäre doch was. Das könnte man doch eventuell überlegen. Schön. Das ist ein bisschen, naja, noch ein bisschen, sieht noch ein bisschen mau aus, ne? So mit dem ganzen Trocknen. Aber grundsätzlich schön, dass das mit den Blumen funktioniert. So. Also das wäre jetzt halt was, ne? Wo man überlegen könnte. Aber mal gucken. So, Kobalt ist voll. Aluminium ist nun auch wieder voll. Silizium. Halt, da war noch eins. So, Titan. Magnesium. Und Eisen ist sowieso immer voll. Da ist es, führt kein Weg dran vorbei. Regenbogen, Schwefel. Mal gucken, mal, weißt du was, da machen wir doch die Dinger hier mit rein. Weil das hier eigentlich ganz gut passt. Und das Aluminium, das machen wir einfach bei Schwefel noch mit rein. Hoffentlich gibt es keine Kernreaktion. Ich weiß nicht, wie Schwefel und Aluminium miteinander harmonieren oder nicht harmonieren. So. Ach, cool, das gefällt mir. Richtig, richtig toll. So, jetzt sortieren wir das hier nochmal ein bisschen. Bewässerung niedrig. Ja, ja, das weiß ich ja. Pflanzen. So, Algen. Dann packe ich jetzt hier einfach die hier noch mit rein. Und das ist dann so ein bisschen Überreste, Reste, Gedöns. So, komm, wir trinken einfach mal was, dann lässt uns in Ruhe. Ja, dann lass uns doch mal gucken, bitte, ob es nochmal einen weiteren Rucksack gibt. Das würde mich jetzt interessieren. DNS-Manipulator, okay. Wo war denn der? Da war der Rucksack. Also hier ist auf alle Fälle das nächste Exoskelett, Luftfilter, Autohersteller, Inkubator, Wasserfilter. Ne, ich glaube, doch hier. Rucksack Stufe 6. Oh, bei 53 GTI. Okay. Das ist voll viel. Tierheim. Fügt die DNA von Kreaturen ein, um Tiere hervorzubringen. Boah. Krass. Okay. So. Dann. Wir haben noch einen Moment. Dann möchte ich jetzt eigentlich schon gerne nochmal gucken. Wie viel hat es jetzt? 83, okay. Warte mal, wo war denn jetzt hier? Dreimal Eisen, zweimal Titan und einmal Silizium. Ich würde mir das tatsächlich nochmal anschauen, ne? So. Ich hätte Interesse daran zu gucken, was in dem Wrack noch drinnen ist, ne? Das möchte ich eigentlich schon gucken. So, und dann wäre jetzt natürlich die Überlegung, ob wir hier hinten durchgehen. Und okay, da geht's nicht. Okay. Dann halt nicht. Komme ich hier durch? Ja, ne? Ja, doch. Ja, nicht ganz. Bisschen daneben. Ach, hier hätte man auch hochgekonnt, siehst du? Ah, ja. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte da was gesehen, aber da war nichts. So. Boah, das ist schon schön, ey. Doch, das gefällt mir richtig gut.
Wenn du da oben dann dein Zeug baust. So, jetzt ist bloß die Frage, wenn ich jetzt hier einfach so runterhüpfe, das wird wahrscheinlich nicht so cool sein. Hm? Wobei, da kommen wir runter. Dann lass uns doch lieber gucken, dass wir da ruhig runterkommen, ne? Wir könnten natürlich auch nochmal gucken. Alter, du siehst hier gar nichts, ne? Keine Ahnung, wo ich jetzt hier überhaupt lang laufe. Aber ich würde gerne da oben nochmal in die Kapsel zum Luft holen. So. Genau, und da hinten bei dem Wasserfall, da war ein Dingsbums. Ein Gedönsdings, ne? Ein Raumschiff. Das würde ich mir schon gern holen. So, und jetzt geht's doch hier eigentlich runter. Ja, genau. Dann sind wir jetzt in der Schlucht drinnen. Ist die Frage, ob hier jetzt nochmal Wasser kommt. Ah, guck mal da. Wärmemultiplikatorsicherung. Okay, schön. Wir nehmen es einfach mal mit. Na, sag mal. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das hier irgendwann mal alles unter Wasser ist, ne? Weil es ist halt der Canyon und da fließt halt Wasser runter. Aber, ich denke, da werden wir uns wohl überraschen lassen müssen. Noch eine Kiste. Schön, jetzt bin ich voll, bevor ich überhaupt angefangen habe. Nice. So, genau, hier waren wir. Da ist dieses Gedöns. Schön. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob man da reinkommt. Ob es da überhaupt was gibt. Oh. Okay. Was ist, da ist ja... Da ist noch ein Mikrochip. Nachricht lesen. Private Plünderer, Missions... Beschreibung, Aufklärung. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Schiffe verschiedener Konzerne im Sektor verschwunden. Erreichen Sie diesen Sektor und suchen Sie nach allen Informationen, die Sie finden können. Primäre Einsatzziel. Untersuchen Sie den Sektor und finden Sie Hinweise darüber, warum einige Schiffe scheinbar spurlos verschwunden sind. Sekundäre Einsatzziele finden und melden Sie feindliche Lebensformen, auf die Sie während Ihrer Mission treffen. Identifizieren Sie jedes abgestürzte Schiff und melden Sie den entsprechenden Unternehmen. Zeichnen Sie die Position aller gefundenen Waren auf. Aha. Okay. Ja, aber der ist selber jetzt auch abgestürzt, ne? Interessant. Wir haben noch ein bisschen Luft. Aber wir setzen jetzt trotzdem mal hier so eine Kapsel hin, so ein Wohnmodul. Damit wir frische Luft holen können. Kobalt. Eisen. So, Entschuldigung. Einmal brauche ich noch. So. Blub. Nicht, dass ich irgendwie zu viele Ressourcen hätte, um sie zu verschwenden, aber... Jetzt bin ich ja schon... Aber kommt man da irgendwie herein? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das ist wirklich bloß so ein Aufklärungsschiff, ne? Und da... Hätte ja sein können, ne? Das, was da ist. Wäre ja jetzt nicht das erste Mal, dass hinter einem Wasserfall etwas versteckt ist. So, okay, jetzt müssen wir mal gucken. 2 Titan, 1 Silizium, wir brauchen also 3 Eisen. Wir müssen jetzt bloß ein bisschen die Augen aufhalten nach Eisen. Aber das wird nicht schwer, ne? Und dann können wir nochmal irgendwo da hinten nochmal eins bauen. Dann hätten wir nochmal ein bisschen, perfekt, ein bisschen Luft. Bei dem Rad waren wir auch noch nie, ne? Glaube ich. Also wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen gucken und entdecken. Und dann schauen wir mal. Wir können jetzt Stufe... Oh, wir haben eine Mitteilung erhalten. Okay.
Das ist natürlich. Oh. Interessant. Oh, hier ist aber dunkel. Krass. Okay. Noch mehr Iridium. Sieht fast aus wie so ein kleiner Vulkan, hä? Also wenn ich nicht wüsste, dass es hier keine Viechers gibt, ne? Ich würde ja nicht drauf wetten, dass hier nicht doch irgendwo mal einer rausgesprungen kommt. Hm. Gruselig. Neue Mitteilung. Okay, die werden wir dann gleich noch lesen. Boah, wisst ihr, was cool wäre? Ein Teleport. Ja, aber gut. Das ist jetzt dann doch wahrscheinlich zu viel des Guten. Gut, ich will wenigstens noch zu dem Ding einmal hin. Vielleicht lesen wir die Mail auch das nächste Mal. Muss ich mal gucken, was wir jetzt hier noch so entdecken. Aber jetzt, ja, musste das einfach mal sein, so eine Entdeckungstour. Und dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet mit dem Umzug. Ob das ein guter Platz ist mit denen oder ob ihr sagt, oh, Kira, warte mal noch ein bisschen, da kommt schon noch mal was Besseres. Genau, jetzt muss ich aber wirklich nochmal ein Wohnmodul hinstellen. Oder auch nicht. Na, da. Und Luft holen. Sonst wird es knapp. Genau. Ich bin neugierig. Ich würde schon gerne wissen, was da drinnen jetzt ist, ne? So, wir haben noch ein bisschen Wasser, haben wir. Ein bisschen Essen können wir auch noch. Okay. Da geht's nämlich rein. Mikrochip. Oh, sind da... Nee, ich dachte gerade, das sind vielleicht ein paar Raketen. Aber geht's da durch? Das kann ich nicht kaputt machen. Da geht's nicht durch, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal die Kiste raus. Uran. Ich würde jetzt tatsächlich mal gucken, dass wir nicht alles mitnehmen. Warnung, Bewässerung. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Sieht alles schon ein bisschen unheimlich aus, finde ich. Okay, da komme ich nicht so hin. Rakete, Rakete, das ist gut. Oh, hier fängt es schon an, unter Wasser zu stehen. Oh shit, oder stand es hier schon unter... Nee, ne? Das stand nicht unter Wasser. Das ist tatsächlich, weil es jetzt eben halt doch schon so weit im Spiel vorangeschritten ist, kommst du jetzt hier an viele Sachen gar nicht mehr ran, ne? Oh je. Oh na toll. Das hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen früher wissen sollen, ha? Das ist natürlich blöd. Okay, na gut. Hilft nix. So, ich gehe jetzt erstmal nochmal raus. Da war ich. Boah, ist schon gruselig dunkel, ne? Also, holla die Waldfee. Krass. Ich bin echt gespannt, ne? Habe ich... Eisen hätte ich zweimal. Sorry, da müssen Fenster rein. Ich fühle mich sonst etwas beengt. Das ist etwas unheimlich. So. Zumindest auf den beiden Seiten. Okay. Wow. Krass. So. Trinken, bevor sie wieder umfällt. Essen können wir auch. Und dann... Ja, naja gut, das war halt mal alles trocken, ne? Das hätte man alles noch schön erforschen können, als es noch nicht so viel Wasser gab. Nukes. Ich denke, da wird man dann halt tatsächlich gucken müssen mit... Ja, da brauchen wir dann, denke ich, na, sag schon, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Sauerstoffgedöns, dass man da tatsächlich guckt. Ah, ja, mit der nächsten Sauerstoff, ne? Kapselgedöns-Dings, also ihr wisst, was ich meine, oder? Jetzt haben wir 370 und dann gibt es bestimmt nochmal eins. Vielleicht, wo es dann ein bisschen mehr
nochmal gibt. Oh, es ist jetzt schon doch viel Wasser dazu gekommen, ne? Okay. So, wir gehen jetzt zurück und dann lesen wir die Mail doch noch. Ja, da muss ich mir einen Schlachtplan machen, wie ich da jetzt am besten tauche, ne? Das ist ja schon gruselig. Ich und tauchen nur. Okay. Das ist was. Also, dann steht jetzt auf dem Plan. Wir gucken auf alle Fälle nochmal, wann ist das, ob es nochmal eine nächste Sauerstoffflasche gibt, die unseren Sauerstoff. Oh, ein Maschinenoptimierer. Ah, ich glaube, das ist das Ding, wo wir. Ich glaube, das kann man, das muss ich mir mal durchlesen und gucken, wie das funktioniert. Guck mal, wir nehmen hier die Baumrinde gleich noch mit. Ach, schön. Uran haben wir zweimal. Iridiumstäbe haben wir viele. Das ist gut für die Heizungen. Mega. Schießpulver haben wir auch einmal gefunden. So, dann nehmen wir die Sachen wieder mit. Die sind noch nicht nachgewachsen. Das ist auch noch nicht fertig. Okay. Gut. Dann. Naja, komm, dann lesen wir die Nachricht nochmal schnell. Nachricht von Riley. Verschlüsselt. Verwende Erzextraktoren in verschiedenen Bereichen, um bestimmte Materialien zu extrahieren und. Raketen sind wirklich wichtig und helfen, ihre Herstellung von anzukurbeln. Wow. Verschlüsselt. Okay. Muss man das lesen können? Kann man das entschlüsseln? Ich weiß nicht. So. Nee, halt, warte mal. Da. Und zwar wäre jetzt da interessant, ob es nochmal. So, wir haben jetzt hier, genau, das haben wir jetzt, den Seegedöns, die Heizungsstufe 4, das dauert noch ein bisschen. Das ist der Kernfusionsreaktor. Hier haben wir den Bohrer Stufe 4 bekommen. So, und das ist ein Gasextraktor, Erzextraktoren. Aber ich glaube, mit Sauerstoff, Bildschirme, da ist die nächste in Samenverteilerrakete. Die ist cool. DNS-Manipulator. Luftfilter reduziert den Sauerstoffverbrauch je nach Terraforming-Stufe. Ah, okay, Exoskelettstufe 3, Autohersteller. Also ich würde sagen, der hilft uns dann schon Baumverteiler Stufe 3. Was ist das? Pflanzenrakete, Blumenverteiler. Okay, also ich würde sagen, es gibt jetzt so speziell keine weiteren Sauerstofffläschchen mehr. Bohrer Stufe 5. Aber. Durch das eine Dingsbums, was dann den Sauerstoffverbrauch reduziert, ist das dann auch in Ordnung. Jetpack Stufe 4. Na gut, das dauert schon noch eine ganze Weile. Irgendwo muss es noch ein Jetpack Stufe 3 geben. Mal gucken. Ja, cool. Okay. Also es läuft hier echt alles schon richtig schnell. Das ist richtig cool. Kernfusion, okay, bis dahin ist jetzt dann doch noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein Stück das, Heizung. Ja, Sauerstoff wäre eben halt doch nochmal irgendwann eine Sache, ne? Nochmal ein paar Grasverteiler hin. Erzeugt Biomasse und gibt Sauerstoff. Das wäre vielleicht nochmal was. Boah, viel zu tun, ne? Viel, viel, viel zu tun. Bildschirm Biomasse. Okay, das ist dann wahrscheinlich dann für die bessere Übersicht. Okay, krass. Moos, 14, irgendwas. Na, ich bin gespannt, ob du das dann irgendwann entdeckst. Also ob man hier irgendwann sieht, dass das Moos wächst oder so. Bisher sieht es hier eher noch sehr trocken aus. Naja, wobei, nee, das ist, glaube ich, Sand da hinten, ne? Ja, wir werden es herausfinden. Okay, gut. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war mir wieder eine Freude für euch zu spielen. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Mir gerne ein Däumchen nach oben da und ich freue mich total auf die nächste Folge. Das wird richtig, richtig cool, glaube ich. Bin sehr happy about it. Genau. Okay. Also, bis dahin. Ciao, ciao.